Das SmackDown-Finale steht an und Alexa Bliss ist auf dem Weg zum Ring. Und sie hat Lilly dabei. Lilly ist an ihrer Seite als Unterstützung. So, ganz kurz einmal. Ey, Alexa Bliss besiegte in der ersten Runde Carmella. Und in der zweiten Runde konnte sie sich gegen Ronda Rousey durchsetzen. Das Match hatten wir gesehen. Wirklich eine kleine Überraschung. Wird es heute eine weitere geben? Das sehen wir dann. Charlotte Flair. Charlotte besiegte in der ersten Runde Rhea Ripley. Sollte ja eigentlich auf Becky Lynch treffen. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Becky Lynch werden wir heute auch noch sehen. Aber Charlotte besiegte in der ersten Runde dann die, in Anführungsstrichen, Ersatzgegnerin. Besiegte Rhea Ripley die zweite Runde. Dort hieß es dann Charlotte gegen Saraya. Und auch hier konnte sich die selbsternannte Queen durchsetzen. Jetzt geht's gegen Alexa Bliss und wir suchen die Gegnerin von Asuka im heutigen Main Event. Die Gewinnerin im Main Event bekommt dann ein garantiertes Titelmatch beim SummerSlam. Aber dafür muss man jetzt erstmal dieses Match gewinnen und dann später bereit sein für Asuka. Also, Alexa Bliss gegen Charlotte. Das Match beginnt. Und Charlotte wollte sofort mit ihrem Big Boot ankommen. Dem weicht Alexa aus und schickt sie direkt auf die Matte. Whip-In jetzt. Dropdown. Leapfrog. Und die Clothesline. Nein, wieder. Der STO. Wie schon gegen Ronda Rousey. Macht Alexa direkt von Anfang an Druck. Oh, Shoulderblock. Und die Clothesline. Dropkick in den Rücken. Und jetzt fightet sich Charlotte zurück, aber dem Chop wird sofort ausgewichen. Und Alexa, Code Red! Und was für eine Höhe sie da erreicht. Ein Roller mit dem Guillotine Choke. Aber Charlotte kämpft sich raus. Alexa mit einem Plan hier. Natürlich, nicht unvorbereitet. Schickt jetzt auch noch Charlotte aus dem Ring raus. Oh. Mad Slam außerhalb des Rings. Oh, und da gibt's den Konter. Da sollte es wahrscheinlich die Snake Eyes geben von Charlotte, aber Alexa kontert. Whip in. Es geht zurück in den Ring. Haben wir Charlotte jemals so in Bedrängnis gesehen? Oh, Back Elbow. Ich habe nichts gesagt.
1. Aber Kickout von Alexa. Whip-in von Charlotte. Drop-down hier. Leapfrog. Und dann greift sie nicht rechtzeitig zu. Alexa jetzt mit dem Whip-in. Body Slam gegen die deutlich größere Kontrahentin. 1. Kickout Charlotte. Oh oh. Kip up. Aber Alexa lässt sich da überhaupt nicht von unter Druck setzen. Tritt hier auf Charlotte ein. Nächster Kip up und Charlotte mit dem Whip in. Beziehungsweise Whip out, denn es geht raus für Alexa. Und woo! Grüße an Ric Flair hier von seiner Tochter. Wird auch direkt mit dem Chop wieder begrüßt, Alexa, als sie in den Ring geht. Schöner Leg Drop. Und jetzt geht's in die Seile für Alexa. Und Charlotte mit der Armbearbeitung. Erneuter Whip-In. Back Elbow, aber da geht Alexa einfach durch. Neckbreaker! Nochmal ein Neckbreaker. Und das Cover. Oh, ähnlich wie wir es bei AJ gegen Asuka gerade gesehen haben. Aber 1, der Kickout bei 1 von Alexa. Nochmal der Neckbreaker. Und Eat Defeat. Oh, Vorarm in der Ringecke. Jetzt haben wir Charlotte am Drücker. Und wieder. Wieder dieser Guillotine-Choke und wieder mit der Rolle. Weit genug von den Seilen weg und Charlotte fightet sich erneut raus. Schläge in die Rippen gegen Alexa. Oh, Big Boot. Und der Kniestoß. Knee Drop ins Gesicht. Und dann Spear. Der Spear mitten im Ring. Reicht das schon für Charlotte? 1, 2, nein. Alexa kickt aus. Und weicht dann scheinbar dem Ansatz aus. Für den Figure 8. Oh, schöner Dropkick hier. Und nochmal. Dropkick. Oh, harter Elbow. Beziehungsweise, ja, vielleicht auch nur ein normaler Schlag. Nochmal. Schickt Charlotte auf die Matte und jetzt steigt sie aufs Top Rope. Alexa Bliss mit Twisted Bliss. 1, 2 und der Kickout von Charlotte. Women's Wrestling Chance. Die Leute haben Bock drauf. Charlotte jetzt draußen. Alexa führt da Selbstgespräche, Selbstzweifel am Start, oder was? Oh, oh, und Charlotte mit dem Dragon Sleeper. Bliss nah an den Seilen, aber scheinbar nicht bewusst. Aber sie fightet sich raus. Schafft es aus diesem Hold heraus. Whip in. Wieder Dropdown. Leapfrog. Stop.
Und dann weiß ich nicht, was Alexa gerade davor hat. Sie liegt jetzt auf dem Boden. Und Charlotte mit einem Body Splash. 1, 2, Kick out Alexa. Und jetzt macht sie sich auf den Weg mit dem Natural Selection. 1, 2, 3. Der heutige Main Event heißt damit also Asuka gegen Charlotte Flair, aber Alexa Bliss hat wirklich eine grandiose Leistung hier gezeigt. Wir werden also auch Charlotte nochmal am Abend im Main Event nachher sehen. Es heißt also Empress gegen Queen. Wer wird heute zur wahren Königin gekrönt? Ich bin sehr gespannt. Unser nächstes Match steht an. Und es lautet Bayley gegen Becky Lynch in einem Falls Count Anywhere Match um die SmackDown Women's Championship. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.